Hallo, ich bin Friseurmeister Gerhard Gregor, komme aus Maria-Alm im Salzburger Land. Ich möchte euch, wenn Sie Interesse haben, zeigen, wie man wieder vielleicht zum filigrigen Haar kommt oder sogar eine Glatzenbildung vermeidet und auch bei kreisrunden Haarausfällen und so weiter hilft das. Also eine kleine Vorgeschichte. Ich bin jetzt schon 40 Jahre im Beruf, habe mich auch immer befasst wegen dem Haarausfall und also wie Sie sehen, es geht ganz gut. Mein Vater zum Beispiel, den ist nicht so gut gegangen, der war vor mir. Erstens hat er einen Krieg durchlebt und alles, aber er hat auch zu kämpfen gehabt mit seinen Haaren. Also man sieht es da vielleicht, da sieht man jetzt ein Foto, wie er bei einer Fernsehsendung, also bei Tritt Stratsch, das ist jetzt ungefähr 30 Jahre her, hat er einen Erfolg gehabt, hat er einem Buben wieder zu Haare verholfen. Und das war natürlich ein großes Aufsehen. Er hat damals irrsinnige viele Zuschriften bekommen, oh, das Wunderwasser und was auch immer. Auf alle Fälle zu der Zeit habe ich ein bisschen abgeblockt. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, das ist mir zu viel. Aber ich habe mir jetzt die letzten Jahre habe ich das wieder forciert, weil ich mir gedacht habe, ist ja eigentlich schade. Es gibt so viele Glatzköpfe, das müsste gar nicht sein. Also mit ein paar kleinen Tricks, was man verwenden könnte, auf alle Fälle zum Beispiel in der Früh, wenn man aufsteht und man muss ja sowieso den Körper in Gang bringen, dass man vielleicht vor einem Spiegel steht und da macht man einfach so Übungen. Man drückt die Kopfhaut nach oben, so nach oben, dass sie die Kopfhaut oben ein bisschen wölbt. 6 Sekunden ungefähr, 6 Sekunden und dann lässt man sie wieder locker. Gell? Und wieder 6 Sekunden drückt man die Kopfhaut nach oben, so und wieder 6 Sekunden locker lassen. Man merkt dann sofort, aha, da oben, es wird sofort ein bisschen wärmer, es durchblutet ein bisschen. Und nicht nur seitlich, sondern vorne und hinten. Da schauen Sie einfach, dass vorne bei der Stirn drücken Sie nach oben und da hinten, wo beim siebten Halswirbel vielleicht auch, da haben Sie meistens also ein bisschen einen Hügel da, genau da fangen Sie an, drücken Sie nach oben und ganz leicht nach oben und bis nach oben ist sehr angenehm und dann halten Sie, wenn Sie da oben sind, halten Sie ungefähr 6 Sekunden wieder hoch. Und lassen Sie wieder 6 Sekunden aus. Und das machen Sie wieder zwei, dreimal. Ja, ungefähr so, 6 Sekunden wieder hoch und lassen wieder aus. Da merken Sie sofort auch die Durchblutung, dass die da oben ein bisschen besser reinschießt und dann wieder da, in dem Bereich. Ja, das Ganze können Sie am Tag 3 bis 4 Mal, je nachdem, wenn Sie Zeit haben. Und wenn Sie das durchziehen und da merken Sie schon, aha, es tut mir eigentlich gut und man tut was dagegen. Das ist ganz was Einfaches. Man kann jetzt das so feststellen, zum Beispiel, das ist eine normale Glatzenbildung. Gell? Da ist praktisch da am Oberkopf, also hinten beim Wirbel, ist die Kopfhaut sehr gespannt, also irrsinnig angespannt. Und genau das sollte man vermeiden. Man sollte die Kopfhaut wieder locker machen, man sollte versuchen, dass man das Ganze ein bisschen vielleicht auch ganz locker nimmt, also nicht unbedingt, also will ich da jeden Tag, sondern wenn ich Zeit habe und dann werden Sie sehen, haben Sie auch Erfolg. Was das Ganze vielleicht nur ein bisschen unterstützt, würde ich sagen, also wir haben auch das Haarwasser, das ist also damals eine Tinktur, das hat mein Vater zusammengemixt. Mit reinem Birkenwasser, Sie sehen da im Hintergrund die Birken, die zapfen wir jedes Frühjahr an. Und Kampfer ist dabei und reines Wasser, ein spezielles, auf alle Fälle ein bisschen Alkohol, das durchblutet auch die Kopfhaut. Und das haben wir zusammengemixt und das gibt es auch im Internet. Wenn Sie Interesse haben, das verstärkt natürlich das Ganze. Mein Vater hat zu der Zeit, also wie das 30 Jahre zurück, hat er den Burschen dann erklärt, am besten wäre das, Wasser einwirken lassen, bevor man schlafen geht. Und dann eine Wollhaube drauf
Das wäre natürlich die effizienteste Methode, weil da in der Ruhephase, wenn man schläft, die Substanzen am besten wirken und dann vielleicht, also man muss ja auch, man muss natürlich auch aufpassen, wenn es zu kalt ist und man soll nicht mit nassen Haaren ins Bett gehen, man soll das vielleicht ein bisschen anföhnen, aber man sieht eine normale Haarwurzel soll ungefähr so ausschauen, mein Nerv ist eine gesunde Haarwurzel. Das habe ich alles selber aufgenommen. Die Haarwurzeln sind zum Teil dann so weit, dass man, wenn man jetzt das sieht, also das ist eine Haarwurzel, da sieht man die Haarwurzel schon fast nicht mehr. Die sieht man fast nicht mehr, weil ein Sekret umlagert ist und dieses Sekret sind Talglattlagerungen, wo es praktisch dann das Haar irgendwie so ummantelt und von Haarschaft ist dann so abblockiert, dass das Haar gar keine Chance mehr hat, dass dann kräftig rauskommen kann. Und das muss man versuchen, eben mit dem Kampfer, was da drinnen ist, der Kampfer löst praktisch diese Sekrete. Man sieht es ganz genau, man sieht, es ist natürlich jetzt schwierig, die Sekrete, wie sie sich lösen vom Haar, das habe ich alles selber schon, ich habe ein Archiv schon relativ lange angelegt und muss sagen, also bei vielen